Genau ein Jahr vor Beginn der Sommerspiele steigt in Paris die olympische Fieberkurve. Kein geringerer als der ehemalige Leichtathletik-Weltstar Usain Bolt war das Zugpferd bei der Präsentation der olympischen Fackel. Neben ihm sonnte sich IOC-Präsident Thomas Bach im Glanz des Prachtstücks, das aus recyceltem Stahl besteht. Gestaltet vom französischen Designer Mathieu Lehaneur soll die Fackel für die drei Grundsätze des Sportspektakels stehen. Gleichheit, Wasser und Ruhe will das IOC vermitteln. Der Fackellauf wird durch alle Landesteile führen, einschließlich der französischen Überseegebiete. Über 10.000 Läuferinnen und Läufer sind daran beteiligt. Von dem natürlich champagnerfarbenen Symbol wurden insgesamt 2.000 Exemplare gefertigt. Souvenirjägerinnen und Jäger könnten enttäuscht sein, denn die Fackeln werden nicht in den freien Verkauf kommen.